So, weiter geht's. Wir haben in der letzten Folge den Krieg erklärt bekommen vom Königreich Schweden. Die wollen hier unten unsere Länderei haben. Und ich habe beschlossen, dass die eigentlich gar nicht so wichtig ist, als dass wir die jetzt verteidigen müssten. Deswegen werden wir, denke ich, erstmal unsere Truppen hier oben sammeln und werden dann gucken, ob wir nicht irgendwie noch ein bisschen Ärger verursachen können. Unser Sohn ist mittlerweile 6, der wird jetzt hier seinen Schwerpunkt auf Kriegsführung bekommen. Denn der gute Junge soll später mal in unserer Armee dienen und idealerweise vielleicht sogar dabei sterben. Und wir gucken jetzt mal. Also wenn wir hier 93 gesamt haben, müssen wir den Papst natürlich beeinflussen. Na komm, jetzt mach das Fenster hier fertig. So. Und den zu beeinflussen ist natürlich sehr schwierig. Der ist minus 31 von uns. Was sich dann hier auch mit genau minus 31 auswirkt. Das heißt, da wir bei minus 93 stehen, mussten wir ihn viermal erfolgreich beeinflussen. Bei einer Chance von 20%. Das könnte sich sehr, sehr hinziehen. Und die Frömmigkeit haben wir davon auch noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so die gute Idee ist oder die Idee ist, die uns ans Ziel bringt. Und da immer noch Krieg ist, Schweden hat den ja quasi hierbei direkt weitergeführt, habe ich auch noch nicht die Möglichkeit, hier endlich mal wieder nordisch zu werden. Ich glaube, unsere Kinder sind jetzt auch fränkisch, weil der Vater fränkisch ist. Ach, auch nicht so ideal. Übungskampfbahnen. Ich bin leicht verwirrt. Kriegerhütten. Okay, wir haben die erste Stufe hiervon. Genau, wir konnten es ja nicht ausbauen, weil wir ja jetzt holländisch sind. Hier bauen wir aber auch schon Übungskampfbahnen. Das ist gar nicht so schlecht. Wir haben auch relativ viel Geld aktuell. Das ist auch nicht so übel. Können damit aber nicht so viel machen aktuell. Stocken erstmal unsere Truppen hier auf. Wir haben auch aktuell keine Vorräte mehr. Müssten die nicht aufgefüllt werden, weil wir hier in unserer eigenen Länderei stehen? Na egal. Wir hauen jetzt erstmal diese 725 Mann weg, die hier immer noch rumstehen. Die sind hier aus dem Überbleibsel aus dem letzten Krieg, den wir hier ausgefochten haben. Die beseitigen wir erstmal und streichen dafür auf jeden Fall noch Ruhm ein. Beeinflussung, französische Kultur. Nee, wir nehmen die 75 Prestige mit. Es geht wieder darum, dass jemand in den Straßen angegriffen wurde, weil einer anderen Kultur angehörte. So, wir haben Frömmigkeit erhalten und Prestige. Okay, cool. Weil ich die Schweden ein bisschen ärgern will, werde ich jetzt hier erstmal die Belagerung starten. Die belagern nämlich hier unten, weil sie diese Länderei haben wollen. Und im Gegenzug werde ich jetzt hier oben belagern. Vielleicht können wir sogar so viel belagern, hier oben von Schweden, dass wir den Krieg gewinnen können. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt hier runter zu marschieren für eine Länderei, die ich erstmal eh nicht brauche. Sollen sie sich das nehmen? Das ist erstmal zu weit weg von unserem Hauptschauplatz, den wir hier verfolgen. Aktuell bekehren wir diesen Kram hier und ich muss halt echt gucken. Wobei er zum Glück nur erobert, also er ist hier nicht in irgendeinem Unterwerfungskrieg oder sowas. Er will das Häuptlingstum Westgotland sich gönnen. Das ist hier. Oh, das ist ein ganz, ganz großes, was er sich da holen will. Also unser Untertan geht aufs Ganze hier auf jeden Fall. Können wir kurz auf die Religion schauen. Wir haben hier schon... Warum ist das wieder asatruisch? Das habe ich doch... Jetzt hat er das einfach hier zurückgedreht. Ach, Mann.
Müssen wir mal gucken, dass wir hier unsere Untertanen irgendwie katholisch kriegen. Das kann es ja nicht sein. So, wir überlagern das hier mal munter. Könnte auch ein bisschen Geld rausspringen bei der Belagerung. Titel können geschaffen werden. Herzogtümer würde uns schön ordentliches Prestige geben. Wir verlieren auch aktuell sehr viel Prestige. Was kostet uns denn so viel davon? Ausgehobene Armeen. Okay, die sind natürlich teuer. Könnten wir mal schauen. Wir haben noch ein Gebäude, was so minimales Prestige gibt, oder? Genau, die Versammlungshallen. Haben wir die hier schon gebaut vielleicht sogar? Ja, hier haben wir sie auch schon. Aber vielleicht könnten wir da noch eine zweite vom Bau noch ein bisschen mehr Prestige kriegen an der Stelle. Mal sehen. Die Belagerung verloren. Das macht minus 8%. Ist aber nicht weiter schlimm. Es wäre auch schön, wenn man hier in dieses Menü rein könnte. Auch wenn die Armeen ausgehoben sind. Ich meine, man muss es ja nicht bestätigen, aber einfach das rein können ins Menü wäre sehr praktisch, weil dann würde ich nämlich jetzt sehen, ob ich ihn hier irgendwie oder mit welchem Grund ich ihn angreifen könnte. Der Diener, der damit beauftragt ist, die Gewänder der Wachen von König Magnerik zu reinigen, wird vor mich gebracht. Niemand würde bemerken, wenn er etwas mit den Gewändern anstellt und wenn man dafür sorgen könnte, dass diese Gewänder irgendwie die Wachen ablenken könnten. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, wir zermahlen Hagebutten, oder wir lassen Hagebutten zermahlen für 50 Gold, was uns hier schön Fortschritt gibt, und wir kriegen jetzt Besuch. Und zwar sehr bald. Die schiffen nämlich ruckzuck ein. Ja, die sind da. Die hauen jetzt ein paar Mütze, aber ist gar nicht so schlimm. Stört mich gar nicht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen als Juxuvollerei jetzt hier oben die Ländereien erobern, aber ich habe da gar nicht das Problem mit, wenn die jetzt hier uns ein bisschen verhauen. Dann lassen wir es halt bleiben. Lösen wir die Armeen auf. Wie gesagt, ich habe hier kein Bedürfnis, diese Länderei jetzt hier zu halten und hier mit allen Mitteln gegenzuhalten. Hier oben gerade die Übungskampfbahn gebaut und machen gleich weiter mit der Versammlungshallen. Bauen das hier schön alles auf. Und dann müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir unsere Vasallen irgendwie mal vielleicht irgendwie mal katholisch erzogen kriegen hier. Ich denke, das kriegen wir bei ihm hier nicht hin. Kehrung verlangen wir hier unten. Wir haben kein Druckmittel, er könnte vielleicht annehmen. Im Hintergrund passieren wieder viele Dinge. Wir haben die Eleonore nicht beeinflusst. Aber wir haben das Isländische Reich vergrößert. Unser Vasall hat hier wieder was eingenommen. Und der wird mir echt ein bisschen zu mächtig langsam. Der hat ja hier jetzt riesige Ländereien schon. Ist uns ebenbürtig von der militärischen Stärke her. Finde ich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Finde ich eigentlich gar nicht so cool. Jetzt haben wir die Truppen mal gerade aufgelöst. Jetzt können wir auch hier schauen. Wir könnten einen Unterwerfungskrieg gegen ihn starten, fehlt uns aber das Prestige für. Und er hat ja, gar nichts mehr an Truppen. Der ist ja komplett ausgeliefert. Wir können hier Ansprüche geltend machen. Vialtümer von ganz Zielland hier unten. Westgotland. Aber dann würde er den Titel wieder erhalten. Das will ich eigentlich nicht. Wir lassen das erstmal. Wir haben eh eigentlich damit genug zu tun, hier Ländereien zu bekehren. Unsere beiden hier oben sind ja katholisch. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Auch er ist eigentlich nordisch. Versuchen jetzt mal, ob wir ihn bekehrt kriegen. Vielleicht will er Gold haben, das wäre mir recht. Okay, findet er nicht so witzig. Markus deswegen noch weniger. Na gut. Müssen wir uns mit abfinden, bringt ja nichts.
Dann breitet sich die Bretagne ein bisschen weiter aus. So, hier haben wir noch eine Länderei, die uns gehört. Die wird gerade bekehrt. Und sonst, was halten wir denn noch so für Ländereien eigentlich? Halten wir die Isle of Man selber? Nein. Auch die gehört doch unserem Jarl hier. Das halten wir selbst. Okay. Und das hier wahrscheinlich. Ja. Meuchler! Die Zeit ist gekommen. Meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Wir tun es. Wir versuchen es wieder. Anschlag wurde vereitelt. Okay, jetzt können wir auch kein neues mehr machen. Und er hat mitbekommen, dass wir es waren. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich hätte vielleicht mehr lesen sollen, aber er hat definitiv mitbekommen, dass wir versucht haben, ihn umzubringen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Plan B über. Wir werden versuchen, den Papst zu beeinflussen. Es bringt ja nichts. Es bringt ja alles nichts hier. So, unsere können die Kontrolle irgendwo ein bisschen erhöhen. Hier oben ist eigentlich alles fein. Wir werden hier mal die Kontrolle ein wenig aufbessern. Und dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht mal irgendwie ein bisschen Zeit mit unserem Königreich hier verbringen können, ohne ständig in Kriege gezogen zu werden. Und einfach nur mal hier in Frieden ein bisschen leben und unser Reich ausbauen. So, wir werden. Wahrscheinlich gebe ich diese Grafschaft hier sowieso irgendwann ab. Das sind aktuell diese beiden, die wir halten. Er belagert jetzt hier oben weiter. Ja, mach halt. Ich überlege halt gerade, wo Sinn macht, weiter auszubauen, welche Grafschaften man noch schön erstmal selber halten könnte. Aktuell macht das alles nicht so viel Sinn. Aber wenn der Krieg mit Schweden gleich vorbei ist, werde ich wieder auf jeden Fall zur nordischen Kultur wechseln und versuchen, unsere Ländereien ein bisschen auszubauen. Wir kriegen auch wieder Prestige jetzt, unsere Truppen sind wieder soweit regeneriert. Königreich von Lothringen hat gegen Schleswig gekämpft, okay. Haben sich einen Teil von Schleswig gegönnt. Ich könnte auch eigentlich auch einfach kapitulieren, oder? Dann brauche ich da gar nicht drauf warten. Wir kapitulieren einfach. Bei angeblich ist er uns jetzt mittlerweile sogar ebenbürtig. Ich hatte hier um 2800 Mann. Ich könnte das gleiche an Truppen stellen sogar. Erstens also gar nicht mehr überlegen. Es wäre ja eigentlich noch die Möglichkeit für uns, ein bisschen Prestige mitzunehmen, oder? Wir heben mal unsere Truppen aus. Auch wenn ich die Grafschaft eigentlich nicht brauche, vielleicht haben wir echt die Chance, die Prestige mitzunehmen. Wenn wir hier in die Schlacht ziehen. Ich meine, er geht jetzt wieder. Er hat da eher wenig Lust drauf. Aber jetzt schauen wir erstmal. Gesegnet seien die Schwachen. Ich war erschüttert, als sich Agirik dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Graf Markus stehlen wollte, der gerade zu Besuch ist. Er präsentierte mir eine beeindruckende Rede darüber, dass er jetzt verstehe, was er falsch gemacht habe. Okay, er ist bescheiden. Wir könnten ihn hinterlistig machen oder ehrlich. Soll er bescheiden behalten? Ich will den guten Jungen sowieso loswerden, to be honest. Der gehört nicht zur Familie und ich kann ihn nicht umbringen, weil er halt mein Sohn ist. Aber nichtsdestotrotz will ich ihn loswerden. Was ist mit ihr? Warum hat sie ein Lehnsherr? Ach so. Ist ja interessant, dass sie als. Egal. Interessant, dass sie als Zweijährige einen Lehnsherrn hat. So, bleibt da stehen. Soll man die Bergverteidigung ruhig mitnehmen? Wir haben den besten Befehlshaber drin.
Gucken, ob wir die Schlacht gewinnen können. Wenn nicht, ist auch egal. Dann kapitulieren wir einfach. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, die Schlacht jetzt hier zu gewinnen, um noch ein bisschen Prestige mitzunehmen. Tendenz ging auch gerade erstmal in eine gute Richtung, wackelt aber jetzt wieder so ein bisschen zurück. Also es ist sehr ausgeglichen. Ja, wieder gut für uns aktuell. Unser Ratsmarschall Gere ist verstorben. Das ist der Vasall, der ohnehin so mächtig war. Vielleicht haben wir da jetzt jemanden, der uns etwas besser gesonnen ist. Und tatsächlich schaffen wir es, die Schweden zu besiegen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier wieder nur Hingabe und Ruhm bekommen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Ratsmarschall verdient Respekt. Weil gut, der ist eh verstorben. Unabhängigkeitsfraktion hat sich ausgelöst. Der ist verstorben, das haben wir mitbekommen. Uplönd hat gegen Gwynedd einen Krieg gewonnen. Okay, die machen sich hier in England ganz schön breit. Wir haben jemanden gefangen genommen. Und unser Jalgir wurde erschlagen. Was jetzt vielleicht dazu geführt hat, dass wir jetzt mehrere kleinere Vasallen wieder haben. Ja, er hat hier einen Großteil. Na, er hat alles bekommen. Okay. Hat sich leider nicht geteilt, weil er scheinbar nur einen. Ja, er scheint nur einen Erben gehabt zu haben, der was erben kann. Er ist doch eigentlich. Er hat zwar die Ansprüche, aber. Na gut. Ich hinterfrage das nicht weiter. Ich nehme es einfach mal hin. Unsere Vasallen können uns sowieso nicht ab. Da müssen wir gucken, was wir machen in Zukunft. Die kommen dann nicht mit. Nicht so richtig mit klar, dass wir weiblich sind. Und es ist halt auch tatsächlich blöd, dass wir weiblich sind und auch unseren Ehepartner nicht loswerden. Können wir ihn eigentlich irgendwie als Champion hier einspannen? Das wäre witzig. Geht aber nicht. Wir haben auch kaum noch Champions, sehe ich gerade. Unser Rat ist auch. Ja, unser Ratsmarschall ist ja eben verstorben. Da können wir jetzt eigentlich nur. Ja, werden wir ihn für 6 Gold hier rekrutieren. Und dann entsprechend zuweisen als Ratsmarschall. Wobei, ja, wir machen das jetzt. Wir könnten auch ihn zuweisen. Wäre als Ratsmarschall wahrscheinlich besser. Aber er müsste eigentlich hier, ja, also ich hätte lieber einen fähigen Ratskanzler als einen fähigen Ratsmarschall. Das wollte ich eigentlich sagen. So, gehen wir ihn nochmal ein bisschen ärgern. Wir lassen das bleiben. Wie gesagt, ich brauche das Ding nicht. Wir kapitulieren jetzt hier, dass wir unsere Ruhe haben. Dann ist zwar die Länderei hier unten weg. Aber wir haben erstmal Ruhe und Frieden. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal zur örtlichen Kultur konvertieren. Kann ich nicht. Dann werde ich eine Jagd veranstalten und danach zur örtlichen Kultur konvertieren. Dass wir hier mal ein bisschen. Bisschen mehr Meinung von unseren Vasallen bekommen. So. Man könnte das Tier für eine Kreatur der Legende halten. Vielleicht gar für eine Gottheit in verwandelter Gestalt. Auch nachdem die Bestie verwundet war, dauerte die Verfolgungsjagd einen halben Tag lang. Sie ist nach wie vor ein beeindruckender Anblick, auch tot am Boden vor mir. Können sie verkaufen, können eine Trophäe fertigen lassen, können sie den Papst schicken. Oh! Schicken Sie den Papst. Das ist ja cool. So, Arni ist verstorben während einer Belagerung. Okay. Ja, das ist mit dem Ratskanzler ohnehin erledigt. Und schon gehen uns hier wieder die Leute aus. Ja, bringt da nichts, werden wir ihn jetzt zuweisen müssen. Auch wenn er verstümmelt ist. Das sind die Tribute, die der Krieg hier fordert. Wir können uns noch nicht scheiden lassen, jetzt bei minus 63. Ja, wir müssen den Papst weiter beeinflussen. Bringt ja nichts. So.
Währenddessen lassen wir die Jagd mal laufen und dann werden wir gleich konvertieren, dass wir erstmal wieder nordisch sind. Rückkehr aus der Wildnis, wir kehren gestärkt zurück, haben das Prestige. Zur örtlichen Kultur konvertieren, wir schließen uns der nordischen Kultur an. Und das war auch wichtig, denn jetzt sind wir wieder hier in der nordischen Kulturgruppe drin. Wir sind zwar noch nicht der Kulturanführer, sage ich mal, aber es ist immer noch besser, als alleine in der holländischen zu sein. Finde ich zumindest. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir als nächstes tun können. Smaland greift aktuell Dänemark an, denn die wollen dieses Häuptlingstum haben. Das können sie meinetwegen machen. Wir könnten Dänemark ebenfalls angreifen, auch wenn wir ihn nicht unterwerfen können. Aber wir könnten uns unsere Grafschaft zurückholen. Er ist auch selber König davon. Herzogtum würde uns das Prestige verfehlen. Wir wollen die Grafschaft hier wieder haben, die er uns hier genommen hat. Die ist hoffentlich noch immer katholisch. Jawohl. Also die werden wir uns wiederholen. Wenn wir mehr Prestige haben. So, Schleswig hat gewonnen gegen Sierland. Oder den Kampf um Sierland, was auch immer. Und wir werden gleich mal gucken, Lösegeld fordern. Oh, der König möchte den Kollegen hier wieder haben für 20 Gold. Das ist 49, aber er hat aber eigentlich sehr gute Werte im Kampfgeschick. Eigentlich könnten wir da generell mal gerade schauen. Ist doch gar nicht in unserem Kerker, der Kollege. Oh, das ist unser Vasall. Ach, das ist unser Vasall. Ach so. Ach so. Ja, 20 Gold nehme ich dann an. Er möchte uns also unseren Vasall zurückverkaufen. Jetzt habe ich es verstanden. So. Ja, er steht ohnehin bald. Brauche ich nicht mehr irgendwie auf unsere Seite ziehen. Aber die können. Wobei, er könnte sogar vielleicht ein ganz guter Ratsmarschall werden mit 10 Punkten. Wir rekrutieren ihn mal. Und behalten den guten Mann mal in der Hinterhand. Wir können aktuell noch nicht viel machen ohne das Prestige. Das fehlt uns hier so ein bisschen gerade. Wir könnten aber vielleicht ein bisschen plündern gehen wieder. Hier ist so ein bisschen Gold in unserer Umgebung verfügbar. Da war der Reykjavik bei einer Entwicklung von 9. Also sind wir schon hier kurz vor dem Punkt, den wir zum Feudalisieren brauchen. Fehlen noch die Innovationen. Wobei, wir brauchen sogar nur noch 5 jetzt. Okay, das waren vorher mal 10. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut. Innovationstechnisch forschen wir hier an den Motten. Das wird auch noch, wobei, ja, sogar 17 Bildungen. Das ist sogar relativ gut. Das geht jetzt langsam voran hier. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal und warten mal ab. Der Fluch endet. Wer ist Emond? Rivale von uns. Okay. Wusste ich auch noch nicht. Aber unser Rivale ist tot. Und wir verlieren ganz schön viel Anspannung. Finde ich gar nicht verkehrt. Nehmen mal gerade unsere Champions hier. Wir haben jetzt auch den Grafen Markus. Auf jeden Fall in den Krieg. Er ist Ratskanzler. Den zwingen wir nicht. Wobei er ist ohnehin ein schlechter Ratskanzler. Ja, dann kann er auch kämpfen. Wir haben halt echt so ein kleines Defizit hier, was Champions angeht. Er ist ganz gut. Der Teutbald. Den werden wir auf jeden Fall mit in die Schlacht nehmen. Und dann werden wir mal gucken, was wir hier als nächstes tun werden. Wir werden das hier zurückerobern, aber dafür brauchen wir mehr Prestige. Und dafür werden wir dann Plünderungen durchführen. Aber nicht mehr in dieser Folge, denn wir haben schon wieder fast 25 Minuten voll. Deswegen werden wir das hier beenden für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage in dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.